Die Sind jetzt. Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Herzlich willkommen hier zu unserem heutigen Webinar bei JFD Bank. Ich hoffe, es sind noch alle da und man kann mich jetzt auch hören. Mein Name ist Stefan Friedrichowski und bitte vielmals um Entschuldigung, dass wir hier so eine Verzögerung hatten, aber das lag daran, dass wir zwei Webinare gleichzeitig haben und dadurch ging es dann drunter und drüber. Ich gucke noch mal gerade, ob auch wirklich ich jetzt online bin. Ich hoffe es zumindest. Ja, da kommen die Rückmeldungen. Ja, und falls noch jemand von JFD Support gerade im Mikro ist, die haben es hier noch mal gerade gerettet, dass wir jetzt hier mit Verspätung zwar, aber immerhin beginnen können. Ja, also, ich muss mal ganz kurz noch in den Chat, um zu bestätigen, dass alles läuft. Ja, da läuft alles. Das schreiben wir auch noch mal kurz da rein, auch wenn ihr das mitkriegt. Aber vielen Dank natürlich an die Kollegen. Jetzt muss ich ein bisschen noch mal quasi von vorne anfangen. Datum, 22. September 2020. Ja, seit langer Zeit mal wieder ein Webinar von mir. Auch natürlich ein herzliches Willkommen im Namen von JFD, wie immer. Da mein Fokus im Moment halt im Wesentlichen anders ausgerichtet ist, nämlich wirklich rein ums Traden selbst, bin ich hier bei Webinaren sozusagen abgetaucht. Aber heute, ich wurde mal gebeten, hey, kannst du nicht noch mal wieder hier ein Webinar machen? Und da habe ich natürlich gesagt, gerne. Was machen wir heute? Forex Trading leicht gemacht. Ja, das klingt irgendwie wie so ein Standard-Webinar-Titel, ist aber gar nicht ganz so standardhaft gemeint. Hier geht es nicht weniger als um den fundamentalen Edge im Forex Trading. Wenn ich sage fundamentaler Edge, okay, da kommt schon das erste komische Wort, Edge. Edge ist eigentlich ein Begriff aus der Pokerwelt und heißt nichts anderes wie Wahrscheinlichkeitsvorteil. Okay. Wahrscheinlichkeitsvorteil klingt schon wieder vielleicht ein bisschen naheliegender, denn für Traden brauchen wir unbedingt Wahrscheinlichkeitsvorteile. Und es gibt beim Traden einen fundamentalen Edge, einen fundamentalen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Nur dummerweise nicht ursprünglich beim Forex-Trading, sondern beim Aktientrading. Long. Das ist der Edge im Aktientrading. Allen gut bekannt. Und heißt natürlich auch nicht, dass wenn man in eine beliebige Aktie Long einsteigt, dass man da auch mit einem Gewinn aus dem Trade rauskommt. Nichtsdestotrotz lehren uns die Jahrzehnte, schon bald Jahrhunderte und auch noch die letzten 20 Jahre, dass Aktientraden hat einen fundamentalen Edge in eine Richtung und der heißt Long. Beim Forex haben wir leider sowas nicht. Irgendwie Long in allen Forex-Paaren, okay, vielleicht Euro, türkische Lire oder sowas ähnliches seit ein paar Jahren, aber das ist natürlich hier nicht gemeint, sondern wir wollen uns wirklich einen allgemeinen Edge ableiten und das wollen wir natürlich auch. Ist aus? Nö, die Aufzeichnung sollte eigentlich laufen. Okay, hoffen wir mal, dass sie in der Tat jetzt läuft. Gut, also es gibt natürlich wieder ein Excel-Sheet und bitte, wenn eine Nachricht per E-Mail, nicht hier in dem Fragen-Chat, weil der verschwindet immer nachher und dann habe ich eure E-Mail nicht gleichzeitig. Deswegen der Hinweis, die E-Mail. Die Folien von heute, die könnt ihr übrigens auch jetzt schon downloaden. Ihr kennt das Prozedere. Bevor ich jetzt wirklich starte, muss ich immer mal einfach kurz diese eine Seite zeigen. Natürlich der sogenannte Risk-Disclaimer. Was wir hier machen, ist, wir reden über Trading, wir reden über Trading-Strategien und natürlich ist ein Hinweis wie immer ganz wichtig, wenn es schließlich um euer Traden geht, dann handelt ihr natürlich auf eigene Verantwortung, auf eigenes Risiko. Das ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Soll aber und muss auch natürlich hier einmal wieder gesagt werden. Ja, mal in die Details ein bisschen. Das werde ich da mal ein bisschen schneller. Ich werde natürlich nochmal sagen, warum dieser Wahrscheinlichkeitsvorteil so fundamental wichtig ist und will dann auch gleich am Chart die Grundidee des Trading-Ansatzes, der dann
nachher auch dazu führen wird, was wir wirklich als Trading-Strategie dann hier auch tatsächlich machen. Das will ich natürlich gerne zeigen. Und am Chart zunächst mal grundsätzlich einführen. Nennen wir es mal so, die Idee. Und dann haben wir natürlich, ich will nicht nur eine Behauptung aufstellen, ich will das auch in mithilfe von Excel quasi beweisen, was da für ein Edge drin ist im Forex Trading. Und wenn wir den nachher nur kennen, dann will ich auch sagen, wie man ihn am einfachsten, vielleicht auch im MT4, sogar im Sinne von diskretionärem Traden umsetzt. Ihr wisst, ich bin zwar nicht der diskretionäre Trader, aber genau dieser Edge hat die Möglichkeit, einfach auch so genutzt zu werden für Trades, die aus dem Chart heraus, die man aus dem Chart heraus sozusagen ableitet, aber vielleicht als Einstiegstrigger hier durchaus auch diesen Edge dann benutzen kann. Kommt hier gerade schon eine Frage? Hat man beim Traden mit dem Trend auch schon einen Edge, da sich ja ein Trend eher fortsetzt, als dass der abbricht? Wenn ich jetzt so laut geseufzt habe, dann werdet ihr nachher feststellen, wir machen genau das Gegenteil. Genau für Forex ist das Traden des Trends eher das Falsche. Was heißt das Falsche? Falsch ist jetzt nicht die richtige Aussage. Natürlich gibt es Trend-Trades, die man erfolgreich zu Ende bringt und man könnte jetzt gleich auch Beispiele aus dem Chart sofort auch malen. Aber wenn man jetzt fragt, haben die einen übergeordneten Edge, also einen übergeordneten Wahrscheinlichkeitsvorteil, dann ist in der Tat die Aussage nein. Was nicht ausschließt, dass man nicht Trend-Trades sehr erfolgreich machen kann. Aber mir geht es ja um einen übergeordneten Edge und der ist in der Tat beim Traden des Trends nicht vorhanden. Es ist ein harter Tobak, den ich hier gerade sage. Das ist mir schon bewusst. Und der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich aufschreien und sagen, hey, mach doch nur Trend-Trades. Gerade der Forex-Markt ist nicht unbedingt der, der längerfristige Trades, egal auf welcher Zeitebene hat. Ich habe vorhin zwar ein Beispiel gesagt, türkische Lira, wo man sicherlich jetzt mir sagen würde, oh, guck doch an, könnte ich schon seit 5 Jahren in dem Trade drin sein. Das stimmt auch. Den Trade will ich jetzt nicht, natürlich nicht leugnen. Aber so auf die Gesamtheit aller Forex-Paare ist es dann eher so nicht. Okay. Nochmal kurz, warum das Traden mit Wahrscheinlichkeitsvorteil so wichtig ist. Ich will ja sogar noch verallgemeinertes eigentlich sagen. Wenn wir den Edge eines Trades nicht kennen, dann sollten wir ihn auch nicht machen. Auch das ist ein ziemlich harter Satz, weil wir gehen Trades ein, wir gucken auf einen Chart und leiten eine Trading-Idee ab und setzen den dann vielleicht auch so ab. Aber die wirklich dahinterliegende Frage muss lauten, das, was ich hier abgeleitet habe, hat das einen Edge? Wenn ja, wie groß ist er? Und wenn ich den nicht nennen kann, dann ist das zwar vielleicht ein gut abgeleiteter Trade, und der mag auch vielleicht funktionieren, aber ich kenne seinen Wahrscheinlichkeitsvorteil gar nicht. Und da gehen bei mir, ich sage das ganz bewusst, bei mir die Alarmglocken an, weil naja, dann ist es vielleicht doch nur ein Trade aus dem Gefühl, zwar irgendwie guided, also abgeleitet aus dem Chart. Aber ich will immer dabei sagen, das ist mein Ansatz. Also nicht meiner, ich habe da keinen allgemeinen Anspruch drauf, um Gottes Willen. Viele, viele weitere Menschen haben den gleichen. Aber es heißt nicht im Umkehrschluss, dass andere Ansätze nicht auch funktionieren. Was man daraus auch ableiten kann, wenn man den Edge eines Trades nicht kennt, dass man ihn halt nicht machen sollte, ist, genauso sehe ich es mit dem Hinterfragen einer jeden Trading-Idee, egal wo sie herkommt, eines jeden Trading-Ansatzes, einer Trading-Strategie, zeige ich mir den Edge. Und dann, wenn ich mich selbst davon überzeugt habe, und ich persönlich sage dann sogar immer, ich selbst muss mich davon überzeugt haben,
Und das mag anders sehen, könnt gerne hier auch meinen Input nehmen. Dann wird es für mich zu einer validen Idee. Okay. Es ist halt so mit diesem Edge und deswegen nochmal der Querverweis zum Pokern, weil da wird dieser Begriff noch viel intensiver benutzt als im Traden. Beim Pokern ist es auch so ein bisschen, man braucht diesen Edge und viele, viele weitere Zutaten, um erfolgreicher Pokerspieler zu sein. Auch da gibt es alle möglichen Zutaten, um dann vielleicht da erfolgreich zu sein. Gleich der Hinweis, ich selbst bin es definitiv nicht. Aber um diesen Begriff Edge mal hier so ein bisschen einzuführen, also vier Asse beim Pokern sind definitiv ein Edge. Also, okay, heute spielt man Poker noch anders als ich vor 30 Jahren. Da sieht man ja einige von den Karten. Aber wenn ich dann zum Beispiel meine eigenen zwei Karten, wenn ich da schon mal zwei Asse habe, dann habe ich erstmal schon mal einen Vorteil. Und das ist genau ein Edge. Oder umgekehrt, wer vielleicht Schachspieler ist, also mir ist keine Strategie bekannt, wo man eine Eröffnung mit Bauer A2, A4 spielt. Dieser Zug hat einfach keinen Edge und deswegen macht ihn auch keiner. Und das zeigt so ein bisschen, warum dieser Edge so wichtig ist. Bleiben wir kurz beim Schach. Eine Figur zu opfern, hat in der Regel keinen Wahrscheinlichkeitsvorteil, also keinen Gewinnvorteil für die gesamte Partie. Kommt dann allerdings natürlich in besonderen Situationen vor und kann der Durchbruch für den Gewinn des Spiels sein. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Aber nicht im Allgemeinen ist ein Opfer natürlich nichts Gutes. Oder wer vielleicht Skatspieler ist und hat vier Bauern, natürlich kann man sich ein Blatt konstruieren, wo mit vier Bauern dann vielleicht doch nichts Vernünftiges bei rumkommt. Da gibt es aber dann nicht mehr allzu viele. Also, das ist mal ein Edge. Und wenn wir vom Traden reden, ja, dann müssen wir uns diesen Edge auch sozusagen besorgen. Wir können ihn ableiten, zum Beispiel aus historischen Kursdaten oder aus vielen, vielen anderen Analysen, inklusive Twitter-Accounts, Nachrichten-Feeds, fundamentaler Daten zu Firmen, alles Datenquellen, die man prinzipiell anzapfen kann. Ich bleibe mal heute nur bei den historischen Kursdaten. Und daraus müssen wir unseren Edge ableiten. Ich mache hier nochmal den Hinweis, da kommt gleich nochmal. Bei Aktientraden gibt es diesen Edge definitiv. Long. Wer mich blind fragt, gehe in eine Aktie long oder short, dann sage ich natürlich long. Auch da, es ist, wenn man einen solchen Edge erwähnt, heißt das nicht, dass jeder Trade ein Gewinntrade ist. Und wer vor 10 Jahren in die Deutsche Bank long gegangen ist, ist wahrscheinlich bis heute nicht glücklich mit dem Trade. Aber in der Breite der Allgemeinheit, wenn ich zum Beispiel alle 30 DAX-Titel trade, dann hätte ich jetzt vor kurzem zwar mit Wirecard ins Klo gegriffen, aber die anderen 29 nicht in Summe, also im Mittelwert. Und deswegen, das ist genau ein solcher Edge. Deswegen ist Aktien Long definitiv einer. Auch die technische Analyse kann Wahrscheinlichkeitsvorteile liefern, aber bitte dann nur, wenn ich auch gleichzeitig den statistischen Nachweis dann habe. Was wir machen ist, wir gehen auf historische Kursdaten. Ich habe hier nochmal ein paar Kursdatenquellen hingeschrieben, die ich typischerweise anzapfe. Heute benutzen wir die von Lukas Kopy, weil es da Intraday Forex-Daten gibt. Aber das einfach hier nur nochmal als Zusammenfassung. Wie entstehen bei mir die Ideen übrigens ganz allgemein? Naja, durch Beobachtungen im Chart. Also ich bin schon der, der auf Charts guckt. Aber nicht, um einen einzelnen Trade abzuleiten, sondern um die Idee für eine ganze Trading-Strategie. Das mache ich schon im Chart. Und aus vielleicht allgemeinen Überlegungen. Die für die heutige könnte man auch aus allgemeiner Überlegung ableiten und nicht nur im Chart. Den Nachweis können wir natürlich dann erbringen, wenn wir uns die historischen Kursdaten nehmen und dann unsere Idee checken. Gehen wir mal in MT4 und ich versuche mal die Strategie da ein bisschen noch zu erläutern. Jetzt habe ich hier, das habe ich, das ist natürlich Absicht, nochmal
einfach einen Aktienchart noch mal kurz auf dem Bildschirm, einfach nur, um noch mal diesen fundamentalen Edge einer Aktie. In dem Fall ist es Microsoft. Das ist immerhin seit 2014 sechs Jahre. Ja, man kann auch Corona-Effekte natürlich sehen als wirklich schöne V-förmige Einschnitt. Ist natürlich jetzt nicht das weitere Thema. Ich will nur noch mal sagen, hier gibt es so ein Edge. Wir wollen Forex. Okay, nehmen wir mal ein Forex-Paar. Aber nehmen wir also mal australischer Dollar, kanadischer Dollar und nehmen wir einfach mal H1, Daten und holen uns mal den Chart ans Ende und zoomen noch mal so ein bisschen hier rein, sodass wir ein bisschen was sehen. So, da haben wir jetzt. Australischer Dollar, kanadischer Dollar im Stundenchart. Ich mache natürlich jetzt keine Chartbesprechung und mal hier keine großen Linien ein, sondern ich will ein bisschen was beschreiben, was die Motivation ist, auch hinter der Strategie. Was wir ja hier sehen, ist eigentlich ein ziemlich wildes Auf und Ab. Und was wir immerhin sogar sehen, jetzt seit 5 Stunden geht es hier nach Süden. Das ist, by the way, schon recht selten, erst recht für dieses Währungspaar. Aber nichtsdestotrotz, was wir hier haben, ja, ist dieses typische Auf und Ab. So sieht eigentlich fast jeder Forex-Chart aus. Wenn man jetzt mal so fragt, was wären hier eigentlich schöne Einstiege gewesen? Nur zum Beispiel, wenn ich hoffe, meine Maus sieht man, ich bin jetzt hier am 10. September, hier ein Short Trade, am besten dann gleich hier unten, dann wieder den Long Trade, hier oben, dann wieder den Short Trade, hier unten, dann wieder der Long Trade. Was mache ich hier gerade? Ich versuche natürlich hier gerade, also ich habe es natürlich einfach, ich gucke historisch im Chart, da kann ich immer die besten Ein- oder Ausstiege zu finden. Aber ihr seht, ich wechsle also A, meine Richtung gerade. Gut, das ist nicht fundamental, was wir nachher brauchen. Aber irgendwie sind wir weit weggelaufen und da kommt eine Korrektur. Dann laufen wir in die andere Richtung weit weg und wir korrigieren schon wieder. Also irgendwie ist das hier die reine Abfolge von Korrekturen. Okay. Wir könnten natürlich hier auch über 1, 2, 3 Logiken und reden, und hätten dann auch noch so eine Art Labeling hier für diesen kurzfristigen Aufwärtstrend für ja, vielleicht 2, 3 Tage. Und danach hier vielleicht auch für den Abwärtstrend. Darauf will ich aber nicht hinaus. Was wir hier haben, ist immer auf eine deutliche Bewegung nach Norden folgt eine nach Süden. Und so wechselt sich das hier irgendwie ab. Und das ist ziemlich inhärent für dieses Währungspaar. Ich mache mal eben das Scrollen weg. Ich erlaube mal eben das Scrollen. Okay, einfach mal an eine deutliche andere Stelle. Lässt er mich? Und da können wir immer wieder solche Situationen finden. Irgendwie will ich auf sowas hinaus wie Trade das Extreme, aber im Sinne von in eine Richtung lang gelaufen oder weit gelaufen. Und dann den Trade in die Gegenrichtung aufmachen. Okay, das werden wir genauer untersuchen. Versuchen wir mal gleich abzuleiten, wie das exakt da geht. Für die, die schon so ahnen, wo es hier nachher hinausläuft, Mean Reversion heißt das Zauberwort. Also, ich mach mal Folgendes. Um ein bisschen noch weiter hier zu gehen, gönne ich mir mal eben noch einen EMA in dem Chart. Wo ist er denn? Da. Ich gönne mir mal noch ein EMA. Nämlich meinetwegen den 16er ist mir jetzt im Moment relativ egal, was ich hier habe. Und dann merkt man schon, was ich vielleicht will. Wenn ich hier in diese Phase hier gucke, also mittlerer Bereich, sind wir nie weit weg vom EMA. Also nicht sonderlich weit weg. Wenn wir mal einfach die Differenz zum EMA bilden, hier, so in dieser Phase, da sind wir plötzlich mal knackig weit weg vom EMA. Wenn man sich mal so gerade gedanklich die Differenz zwischen Kurs und EMA vorstellt, sind wir hier in der Nähe von Null und hier durchaus weit weg. Da kommen wir schon in die richtige Richtung. Irgendwie klingt das so wie, wenn wir weit weg sind, lohnt es sich, einen Trade in Richtung des EMAs aufzumachen. Also hier oben dann ein Short Trade, hier unten dann ein Long Trade. So ähnlich könnte es sein. Jetzt ist nur mehrerlei Fragen.
Hat das überhaupt ein Edge? Das ist die eigentliche Frage. So heißt das ganze Webinar mehr oder weniger. Und die andere Frage ist natürlich die, wie weit müssen wir denn weg sein, um vielleicht den Edge auch wirklich zu haben? Die These wäre so ein bisschen, naja, wenn wir hier immer nah am EMA sind, haben wir keinen Edge. Es gibt sozusagen keine Vorzugsrichtung für die nächsten Kerzen in Richtung des EMAs. Wenn wir aber weit genug weg sind, könnte es sein, dass wir genau eine Vorzugsrichtung in Richtung des EMAs haben. Also wenn wir oberhalb sind, dann sollte der Short Trade gut sein, und wenn wir unterhalb sind, sollte der Long Trade gut sein. Also das wäre so die Idee. Aber naja, ihr merkt schon, wir haben jetzt noch die Frage, wie weit weg, und ist das vielleicht sogar entscheidend? Und nächste Frage, ich habe jetzt gerade irgendein EMA genommen, 16 habe ich genommen. Wer mich genauer kennt, weiß, ich liebe Zweierpotenzen. Ich nehme meistens irgendwelche Zweierpotenzen. Aber was wäre denn, wenn ich jetzt 32er EMA nehme oder 64er EMA oder ein 8er oder ein 256er? Geht's dann auch noch? Und wenn ja, wieder die Frage nach dieser Abstandsschwelle. Und in der Tat, all das können wir in Excel bearbeiten und daraus auch die Strategie machen. Gut. Das war jetzt mal die These. Also irgendwie, wir brauchen einen EMA, wir brauchen einen Abstand, und da müssen wir mal gucken, in welche Richtung sich der Kurs entwickelt. Okay. Oh, ich bin schon bei den Erkenntnissen. Nein, ich wechsle. Ich wechsle ins Excel-Sheet. So, ich mach's mal kurz ein bisschen größer und vielleicht nachher auch wieder kleiner, nur damit ihr so ein bisschen seht, wie das aufgebaut ist. Also ich habe hier so grob 10 Jahre Kursdaten. Also die ersten paar Spalten, ich markiere mal hier so ein bisschen was, noch kann ich mir leisten, noch ein bisschen größer zu sein, sind einfach die Kursdaten. In dem Fall runtergeladen von Lukas Copy. Ich habe es frei geschrieben, ist einfach wie immer Open, High, Low, Close. Okay, soweit, so gut. Dann habe ich hier einfach mal so ein Change gebildet. Guck mal kurz rein in die Formel, was ich hier einfach mache. Ja, ich nehme einfach von einer Kerze den Close-Kurs, ziehe den Open ab, und dividiere noch durch den Open. Dadurch habe ich die prozentuale Änderung zwischen Open und Close von dieser einen Kerze. Okay, die erste Kerze hat also eine Änderung von 0,01% positiv. Okay. Wir brauchen die Zahl nachher. Also haben wir hier in der Spalte überall also von der gegebenen Kerze, die prozentuale Änderung. Dann habe ich gesagt, okay, ein EMA brauchen wir. Okay, ein EMA kann man in Excel relativ einfach berechnen. Der erste Kurs ist einfach der gleiche, der ist einfach der Close-Kurs. Und ab danach greift eine Formel. Das ist die EMA-Formel. Findet man auch genauso im Internet. Im Wesentlichen, wenn man mal auf die Zellen im Detail guckt, passiert hier Folgendes. Man nimmt einfach den alten EMA, und dann addiert man was drauf. Und was addiert man drauf? Dann die Differenz von dem aktuellen Close-Kurs minus dem EMA-Wert vom Vortag, der auf Basis des Close-Kurses ist. Und dann wird das mit etwas multipliziert. Das ist das sogenannte Gewicht. Und dieses Gewicht ist einfach 2 durch 1 plus EMA-Periode. Hat nicht ich erfunden, sondern die Formel ist einfach so gegeben. Und in dem Excel bedeutet das jetzt, ich kann hier oben die EMA-Periode ändern, und schon habe ich hier unterschiedliche EMA-Perioden in meinem Excel-Sheet. Dann habe ich gerade schon im Chart abgeleitet, irgendwie ist es interessant, auf die Distanz zu gucken. Jetzt gucken wir mal, was ich da gemacht habe. Auch wieder was ganz Einfaches. Ich habe den Close-Kurs. Ich ziehe davon den EMA ab und dividiere noch durch den EMA. Das heißt, ich habe sowas wie die prozentuale Abweichung vom EMA. Die kann natürlich jetzt positiv sein, die kann negativ sein. Hier am Anfang, da also minus 0,05%. Das Schwierige an diesen Zahlen ist, die sind so nichtssagend. Das geht mir auch nicht anders, obwohl ich so zahlenverliebt bin. Aber es ist halt so. Also haben wir hier
die Distanzen. Und hier sieht man auch schon, wie die Distanz mal größer wird und dann auch irgendwann sicherlich mal wieder kleiner wird. Also geht alles. Nein, und jetzt geht die eigentliche Auswertung los. Wir wollen den Edge ableiten und das messerscharf. Dazu gehe ich mal hier ein bisschen aus der Zoom-Stufe raus. Was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich sage, ich wähle mir 10 verschiedene Abstandsintervalle. Also ich gliedere meine Abstände in 10 Bereiche. Wenn ich mal nur 3 Bereiche und die verbal nennen würde, dann würde ich sagen, ich kann weit unterhalb vom EMA sein, ich kann ungefähr auf dem EMA sein und ich kann weit oberhalb vom EMA sein. Das wäre so die nicht mathematische Dreierklassifizierung. Okay, was ich jetzt hier einfach mache, ist, ich mache eine mathematische Zehnerklassifizierung. Bumm. Klingt wie vom Himmel gefallen. Ist es auch. Ich könnte auch eine 20 Intervalle nehmen oder nur 5. Aber wir nehmen einfach mal 10. Ich will jetzt eigentlich fragen, ob diese unterschiedlichen Intervalle einen unterschiedlichen Edge haben. Also, ihr werdet es gleich sofort sehen. Wie die Zahlen hier zustande kommen, erkläre ich gleich noch. Also minus 1,349, minus 0,109. Die fallen nicht vom Himmel, sondern sind gleich sogar mathematisch definiert. Und wie, erkläre ich gleich. Ich will nur zunächst mal sagen, wie ich hier vorgehe. Und zwar, was mich interessiert, Intervall Nummer 0. Ich mache die mal kurz fett, weil ich die mal, das Intervall 0 soll nachher alle die Kerzen enthalten, die einen Abstand haben, der zwischen minus 1,3 und minus 0,19 liegt. Das Intervall 1, die zwischen den nächsten beiden. Also, dass ich halt meine verschiedenen Abstände zuordne. Und wie mache ich das? Naja, ganz einfach. Natürlich hier oben mit einem Excel-Befehl. Jetzt kommt hier aber was ganz Wichtiges. Ich gucke auf, ich gehe mal einen tiefer, dass wir da auch eine Zahl haben. Ich schaue auf in meiner Kursreihenfolge auf die Distanz von der Vorkerze. Gehen wir mal gedanklich durch. 15 Uhr, die Kerze endet. Ich habe den Close-Kurs bei 1,25955. Ich kenne den EMA-Abstand. Bingo. Den muss ich jetzt klassifizieren, in welches Intervall fällt der denn hier? Und wenn er in einem drin ist, dann will ich hier eine 0 oder eine 1 hinschreiben. Und wie man sieht, steht hier eine 1. Okay, woran liegt's? Na, weil der Abstand 0,0, minus 0,05 genau in diesem Intervall liegt. Bingo. Wie habe ich hier eine 1? Wenn man jetzt hier oben habe ich so Summen gebildet. Man sieht jetzt auch, wie ich scheinbar die Intervalle gebildet habe. Das Ganze geht ja jetzt hier so die 67.000 Kerzen durch. Und hier oben steht nichts anderes als die Summe von all dem, was hier drunter steht. Mit anderen Worten, da steht, wie viele Kerzen lagen in diesem und jenem Intervall. Und wie man sieht, steht bei jedem entweder eine 6691 oder eine 6692. Jetzt ahnt man auch, wie ich die Intervallgrenzen gebildet habe. Nämlich genau so, dass nämlich in jedem meiner 10 Intervalle gleich viele Kerzen drin sind. Gut, das ist natürlich jetzt alles noch überhaupt kein Edge, will ich auch gar nicht behaupten. Sondern das sagt mir hier nur, dass ich meine Intervallaufteilung irgendwie vernünftig gemacht habe. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt gehen wir hin und multiplizieren einfach, wenn einer in dem Intervall ist, mit dem Change und das in den nächsten 10. Okay, hier wieder. Da sind sie. Oh, jetzt rutscht mir mein Bild rüber. Jetzt will ich wieder ein zurück. So, was ich hier jetzt mache, ist, ich sage einfach, wenn da vorne eine 1 steht, das ist dieses J8. Dann multipliziere ich das mit dem Change, der da ganz vorne steht, bei G8. Und das kommt dann hier rein.
Und so kommt jetzt hier sozusagen jeder Change in die richtige Spalte. Ja, und jetzt kann man den Clou schon ahnen. Da oben habe ich jetzt einfach die Summe gebildet von all diesen prozentualen Änderungen, die in der sozusagen folgenden Kerze passiert sind. Dann gucken wir uns die mal an. Da haben wir die Intervalle 0 bis 9. Und das ist die Summe aller prozentualen Änderungen einer bestimmten Klasse. Leider benutzt hier Excel jetzt als Nummerierung 1 bis 10. Das ist meine 0 bis 9 hier vorne, aber sei es drum. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, hey, jetzt sagt Stefan als nächstes, und das war's. Ja doch, das war's. Hier ist der Edge. Man sieht ihn. Er ist eindeutig. Er ist signifikant. Er ist absolut sichtbar. Wie kommt Stefan jetzt auf so eine kühne These? Fragen wir uns doch mal eben, was hier eigentlich ist. Also das ganz linke Intervall, das ist da, wo wir besonders weit südlich vom EMA sind. Okay. Und die Summe aller prozentualen Änderungen der dann folgenden Kerze sind deutlich positiv. 50% kommt hier in Summe raus. Warte mal, das entspricht doch der Richtung, die ich meinte. Wenn ich weit im Süden bin, sollte ich Nord traden und das hat ein Edge. Warum ist dann hier dieses Negative im Intervall 10 oder in anderen Nomenklatur 9 auch ein Edge? Naja, jetzt sind wir ganz weit oberhalb vom EMA. Die Erwartung wäre, dass jetzt der Kurs nach unten geht. Hurra! Knapp minus 50% über die 8 Jahre Kurshistorie. Das ist übrigens nicht wenig. Das mal beiseite gestellt. Und der Verlauf, na gut, ich will mal nicht auf die Feinheiten von 2 nach 3 wieder leicht hoch. Wir haben was Ähnliches übrigens symmetrisch auf der Gegenseite. Auf die Feinheiten will ich gar nicht hinaus, sondern wir haben hier so eine allgemeine Bewegung. Also wir haben einen sehr hohen Edge im ganz linken Intervall, was nichts anderes heißt als, also das ganz linke Intervall ist da, wo wir ganz im Süden von unserem EMA sind. Dann verschwindet der Edge, wenn wir ungefähr auf dem EMA sind. Das heißt, wenn der Kurs ungefähr auf dem EMA ist, haben wir kein Edge, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir den Edge genauso. Nur jetzt müssen wir natürlich einen Short Trade machen und dadurch würde auch das Minuszeichen wieder zum Pluszeichen werden. Das ist genau das, was wir eigentlich sehen wollten. Und das war jetzt für eine EMA. Okay, jetzt hat der ein oder andere vielleicht schon im Blick gehabt, dass hier noch so eine nette Kurve ist, die auch noch gegen das Datum aufgezeichnet getragen ist. Ja, was ich jetzt hier einfach gemacht habe, ist, ich habe hier eigentlich sogar schon die Trading-Strategie genauer beschrieben. Da oben steht, das hat irgendwas mit Gruppe 0 und Gruppe 9 zu tun. Also die zwei Extreme. Also da, wo ich ganz weit im Süden und ganz weit im Norden bin. Und dann würde ich immer meine Trades machen. Und jetzt habe ich einfach alles aufsummiert. Natürlich Vorzeichen richtig. Aus dem Short Trade, den habe ich mit minus 1 multipliziert. Und dann ist das hier die Equity-Kurve. Das sind immerhin 100%, die hier knapp entstehen. Das ist sozusagen in Einheiten der Währung. Das ist übrigens dann viel. Wir können ja sogar nachher noch gehebelt handeln. Jetzt gibt es noch einen kleinen Schönheitsfehler. Das ist natürlich jetzt ohne Kosten. Will ich nicht unerwähnt lassen. Ich habe jetzt hier keine Kosten. Aber das kommt erst auf dem nächsten Papier. Also nicht im nächsten Webinar. Ich will es dabei auch belassen nachher. Ich kann allerdings sagen, dass es auch noch nach Kosten immer noch profitabel ist. Aber es geht mal zunächst immer noch um einen reinen Edge. Und der ist schon mal ziemlich, ziemlich gut. Er ist nicht ganz zeitlich konstant, wie man jetzt hier sozusagen sieht. Er hat eine Phase, wo wir besonders viel Profit gemacht hätten. Dann eine Phase, die, sagen wir so, grob so nur noch die Hälfte an Steigung hat. Übrigens, das hier, dieser Anstieg da, das ist Corona. Für diese Strategie ist Corona sozusagen richtig gut. Also da, wo die Volatilität anzieht und die Kerzen alle ein bisschen größer werden,
Das ist richtig gut für die Strategie. Und wer die übrigens mal während der Finanzkrise untersucht, ist sie noch viel besser. Habe ich jetzt heute bewusst nicht gemacht. Ich habe Alex vor 2010 mal ausgespart. Da wird die Strategie sozusagen nochmal zum richtigen Renner. Okay, soweit schon mal so gut. Jetzt habe ich aber gesagt, das war ein EMA. Okay, und wenn ich ein EMA sage, will ich auch sagen, wie man hier den EMA ändert. Ich mach's mal. Der eine Sache ahnt er natürlich sofort. Ich schreibe hier einfach eine 32 hin. Dann habe ich natürlich den EMA verändert. Und zwar, jetzt läuft hier so eine Sanduhr. Und jetzt ist der EMA verändert. Wenn man jetzt aber auf meine Anzahl der Kerzen in den jeweiligen Intervallen schaut, sieht man, da steht nicht mehr überall die gleiche Zahl. Blöd gelaufen. Ich will doch, dass da immer die gleiche Zahl steht. Jetzt müsste ich eigentlich hier diese Intervallgrenzen so manipulieren, dass es wieder überall gleich ist, weil ich möchte, dass jedes Intervall das gleiche statistische Gewicht hat. Also müssen wir die Intervallgrenzen ändern. Das geht übrigens ziemlich einfach. Was ich dazu mache, ist, ich nehme mir einfach alle meine Distanzen in die Zwischenablage. Okay. Und gehe hier in meinem Excel-Sheet auf eine andere Seite. In diesem füge ich die erstmal hier vorne ein. Dann habe ich jetzt hier sozusagen in der Spalte A alle meine Distanzen. Okay. Und jetzt mache ich aber Folgendes. Ich sortiere die in aufsteigender Reihenfolge. Okay. Jetzt habe ich sie hier sozusagen alle in aufsteigender Reihenfolge. Ich mache den Plot mal nicht. Dauert nämlich immer so lange. Tja. Jetzt habe ich einen einfachen mathematischen Trick gemacht. Da stehen alle meine Distanzen in aufsteigender Reihenfolge. Wie viele Distanzen haben wir? Okay. Also wie viel Kurs hatten wir? 66.913. Ja, wie kriege ich jetzt meine Distanzen? Ganz einfach. Ich gucke, einfach, meine untere Grenze ist hier A1. Dann wenn ich jetzt bei 6, in der Zelle 6692 nachgucke, habe ich das Ende meines nullten Intervalls. Weil ich gehe einfach hier und gucke in die 6692. Zelle. Dann habe ich genau den Distanzlevel, Schwellwert, das in Summe 6692 darunter sind. Naja, und so mache ich das einfach weiter. Und die Zahlen stehen schon alle da. Und weil die Zahlen jetzt hier schon alle stehen, stehen sie übrigens dann jetzt auch hier. Die haben sich dann hier automatisch reingeupdatet. Das heißt, wie man jetzt da oben sieht, habe ich wieder auch in jedem Intervall die gleiche Anzahl von Kerzen. Das heißt, jedes Intervall hat das gleiche statistische Gewicht. Ja, und jetzt gucken wir einfach wieder EMA 32. Wie schaut's denn mit unserem Match aus? Der eine oder andere hat sich schon die Equity-Kurve angeguckt, die sieht immer noch ziemlich genial aus. Aber wir gucken natürlich hier auch wieder auf den Edge direkt. Ja, irgendwie sieht es so aus wie gerade. Das ist toll. Es hat also gerade funktioniert beim EMA 16, jetzt hat es funktioniert beim EMA 32. Und dieses, dass es funktioniert, sage ich, wir haben ja so einen sehr geprägten Verlauf. Ja, und dann haben wir unseren Edge, weil immer noch die beiden Extreme sind unsere Trading-Kandidaten. Ich habe jetzt schon ein bisschen Vorarbeit gemacht und das will ich noch eben zeigen. Ich habe das Ganze auch mal für andere EMA-Werte gemacht, nämlich EMA 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, irgendwie ist mir die 128 abhanden gekommen. Egal. Und die Auftragung seht ihr hier. Der 256er sieht nicht mehr gerade so schön aus. Aber alle anderen, also insbesondere auch die kleineren, haben alle den gleichen Verlauf. Das heißt jetzt so wirklich ganz schön was. Das heißt, wenn ich die Distanzen richtig wähle, in meinem Fall heißt richtig, dass in jeder Gruppe meiner 10 Gruppen gleich viele Member, also gleich viele Zugehörige sind. Dann haben sich ja die,
Die Intervallgrenzen, die haben sich jetzt sozusagen stur mathematisch ergeben. Das ist keine Optimierung, sondern die kommen sozusagen raus, was ich immer klasse finde. Wenn die einfach von selbst rauskommen, brauche ich gar nichts optimieren. Und das Ganze ist hier inhärent für deutlich verschiedene EMA-Werte. Hier sieht man wieder meine Vorliebe der 2er-10er-Potenzen. Und überall habe ich diesen Edge. Okay, bei ganz großen EMAs wird es langsam schlechter. Also ist es trotzdem eine ganz schön universelle Aussage. Das war jetzt out Neuseeland-Dollar. Ich habe auch noch ein Excel-Sheet. Mal gucken, ob es schnell genug aufgeht. Für Outcut. In der Zwischenzeit, ach, das war jetzt das Falsche, das waren nur die Kursdaten. Die brauchen wir nicht. Während sich das Excel-Sheet öffnet, lasse ich den noch arbeiten und erzähle schon mal ein bisschen weiter. Und zeige schon mal ein bisschen unsere Findings. Nee, kann ich nicht zeigen, weil es ist auch LibreOffice. Macht nichts. Also rede ich einfach, bis während sich das Excel-Sheet öffnet. Ist immerhin 15 Megabyte groß. Deswegen werde ich da auch wieder einen Download-Link für machen. Jetzt habe ich schon viele Währungspaare da ausprobiert. Und die vermeintlich die Langweiler sind, funktionieren hier besonders gut. Grundsätzlich ist der Edge auf allen von mir untersuchten 28 Währungspaaren. Er ist nicht immer gleich stark ausgeprägt. Und wer das mal im Detail alles macht, wird feststellen, dass insbesondere alle Währungspaare mit Yen-Beteiligung hier nicht sozusagen so deutlich abschneiden. Nichtsdestotrotz, dieser Verlauf, jetzt sind wir beim Outcut und auch wieder verschiedene EMAs und wieder der gleiche Verlauf. Wieder heißt das nichts anderes. Wenn hier bei der Null solche positiven Zahlen stehen, heißt das, wenn wir weit südlich vom EMA sind, sollten wir long traden. Sind wir weit nördlich vom EMA, sollten wir short traden. Das kommt hier wieder genauso raus. Bei den beiden Währungspaaren sind übrigens auch noch die Intervallgrenzen nahezu identisch. Das ist schon eine ziemliche Verallgemeinerung. Jetzt sieht der eine oder andere Frage, wie kann das denn überhaupt? Den Long Bias bei den Aktien, da hat man ein Gefühl dafür, warum das so sein kann. Aber wieso kann das im Forex auch sowas sein? Also wenn man weit in eine Richtung gelaufen ist, kommt eher die Korrektur. Na, die Antwort dazu ist gar nicht, also die ist doch relativ naheliegend. Wenn Kurse sich weit in eine Richtung bewegen, dann machen spätestens die Notenbanken was. Das wird nicht zugelassen. Da haben Leute was gegen. Natürlich kann man was dagegen haben und auch was dagegen machen und trotzdem kommt es im Markt nicht an. Beispiel türkische Lira. Das hat aber dann wiederum andere Gründe. Wenn wir auf größere Währungsräume wie zum Beispiel Australien, Kanada, Euro, britisches Pfund, Schweizer Franken, Neuseeland-Dollar gucken, die bedeutender sind auf dem Weltmarkt, nicht unbedingt von der Landesgröße, dann passiert auch was. Der Markt reagiert. Der Markt lässt nicht zu, dass sich die Preise leicht in eine Richtung gehen. Ich bin nicht der, der das macht. Ich bin wohl der, der auch sieht, dass man sehen kann, dass was dagegen passiert. Sei es durch Trader, sei es durch Notenbanken, das kann ich jetzt auch nicht im Detail behandeln. Ich sehe nur, dass dieser Verlauf quer durch alle Währungspaare ist. Wie gesagt, nicht immer gleich stark ausgeprägt. Also es ist schon eine sehr universelle Geschichte. Jetzt kann ich auf meine Erkenntnisfolie gehen. Natürlich würde ich das noch ein bisschen praktischer auch im MT4 gleich nochmal zeigen, weil man kann das nämlich da sehr, sehr einfach sogar umsetzen, auch ohne Expert Advisor. Und wie ich ja schon sagte, man kann es auch fürs diskretionäre Trading durchaus als Einstiegstrigger sehr gut benutzen. Fassen wir mal kurz die Erkenntnisse zusammen. Also wenn der Preis weit weg ist von einem EMA, dann haben wir ein Edge in Richtung des EMAs. Dieses nennt man übrigens dann auch Mean Reversion, also hin zum fairen Preis. Gerade die besonderen Extreme, das, was ich vorhin immer mit den Intervallen 0 und 9 oder in
der Excel-Nomenklatur 1 bis 10. Ja, das sind genau die besten dafür. Das heißt, wenn der Preis auf dem EMA liegt, also eigentlich besser Finger weg, nicht traden. Jetzt kennen wir eigentlich noch ein bisschen mehr. Zum einen wissen wir den Edge in Zahlen und wir wissen, wo wir die Parameter hinlegen müssen, also die Schwellen, sodass wir diese Gruppe 0 und die Gruppe 9 traden können. Hey, das ist cool. Wie macht man es am einfachsten? Gucken wir uns das mal im Chart an. Dazu habe ich schon einen vorbereitet. Und hier ist er. Outcut. Und was man hier drin sieht, sind drei Linien. Das sind zwei davon kommen von einem Indikator und der dritte, also die erste. Also die dunkelblaue Linie ist einfach ein, ich klicke mal einen Doppelklick drauf, dann sieht man es. Da haben wir einen EMA 16. Den habe ich eigentlich nur als Guide to the Eye da reingelegt, damit er mal drin ist. Und ja, der ist mein EMA. Und jetzt gibt es einen coolen Indikator. Und zwar heißt der Indikator heißt Envelopes, also Umschlag, Einhüllen. Und machen wir da mal einen Doppelklick drauf. Was habe ich gemacht? Periode 16, MMA-Methode exponentiell, so wie im Excel-Sheet. Und die Abweichung, naja, die habe ich mir sozusagen aus dem Excel-Sheet geholt. Outcut und EMA 16 ist, glaube ich, hier noch eingestellt. EMA 16, okay, sollte ich noch ein bisschen korrigieren. Also, ich kann hier sozusagen den Mittelwert aus diesen zwei Zahlen bilden. Warum die zwei? Das bildet mir die Grenzen für mein unterstes Intervall und mein oberstes. Also wenn mein Preis irgendwo von minus unendlich bis minus 0,22 abweicht oder 0,22 bis plus unendlich, dann das eine ist die Gruppe 0, das andere ist die Gruppe 9, dann will ich traden. Okay, 0,22. Also mache ich es auch. 0,22. Da haben wir es. Wird nicht viel verändern, aber sei es drum. Ja, jetzt kann man sich fragen, wie geht denn das mit dem Traden hier? Okay, ganz einfaches Beispiel. Fangen wir ganz genau in der Mitte an. Wir warten, ich wiederhole quasi jetzt das Gleiche wie in meinem Excel-Sheet. Wir warten auf den Close-Kurs. Ich bin hier genau in der Mitte, oh, jetzt ein bisschen verrutscht, okay, immer noch da. Ich warte auf den Close-Kurs meiner Stundenkerze. Und was stelle ich hier bei diesem grünen Ding fest? Der Close-Kurs liegt oberhalb von meiner Envelope-Grenze. Da das genau das Envelope für die, in dem Fall ist es die Gruppe 9, wir sind außerhalb des Envelopes. Cool. Das ist der Trigger. Jetzt Trade eröffnen. Okay. Gedanklich heißt das nichts anderes. Ich musste ja vorhin auf den Close-Kurs dieser Stundenkerze warten. Das zum Open der nächsten Kerze könnte ich jetzt meinen Trade eröffnen. Das wäre also hier oben. Da würde der Trade eröffnet werden. Dieser Trade läuft jetzt so lange, bis der Close-Kurs der Kerze wieder unterhalb des Envelopes ist. Wo genau? Scheißegal. Das hieße, hier wäre meine Trade-Dauer genau eine Stunde gewesen. Ich hätte hier eröffnet, da geschlossen. Cool. Gehen wir mal auf den nächsten. Irgendwelche Lundendochte, die irgendwo hin rausragen, interessieren uns überhaupt nicht. Nächster Trade. Hier oben stellen wir fest, wir sind außerhalb des Envelopes. Das heißt, wir sind entweder, also jetzt auf der Oberseite in Gruppe 9, der Unterseite in Gruppe 0. Trade wieder eröffnet. Der Close-Kurs hier liegt bereits dann wieder schon im Envelope. Trade beendet. Okay, that's it. Nichts, 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 nichts. Hier Close-Kurs wieder außerhalb vom Envelope. Wir würden jetzt zum Open der nächsten Kerze ein Trade eröffnen. Das ist hier. Nicht, auch wenn wir jetzt genau gucken. Ich sehe auch, dass hier der Close-Kurs schon nicht mehr innerhalb des Envelopes liegt, der nur den
Den konnten wir aber auch eh noch nicht wissen. Also nicht den Klo, der Open liegt schon. Der würde sich erst noch entwickeln. Außerdem sind wir stur. Das hier war der Trigger. Wir eröffnen unseren Trade hier. Die nächste Kerze liegt wieder oberhalb, also außerhalb. Also würden wir den Trade immer noch geöffnet halten, weil wir sind immer noch außerhalb des Envelopes. Das heißt, hier hätten wir schon die zweite Stunde. Den Trade geschlossen hätten wir hier. Also da stellen wir fest, dass der Close-Kurs wieder im Envelope ist. Und hier, dann würden wir ihn wiederum schließen, den Trade. Wäre übrigens dann ein Minus-Trade. Mal gucken, ob ich mal eben noch ein spannendes anderes Beispiel finde. Ja, machen wir mal eben hier noch eins, nur dass wir nochmal ein Negativbeispiel haben. Hier an dieser Stelle, also an dieser Stelle nicht. Der Close-Kurs dieser Kerze liegt innerhalb des Envelopes. Die nächste Kerze liegt der Close-Kurs außerhalb, also in dem Fall unterhalb vom Envelope. Hier würden wir den Trade eröffnen. Wir würden ihn dann öffnen zum Open der nächsten Kerze. Dieser Trade wird laufen. Wir würden den Trade halten, 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 halten. Hier kommen wir wieder in den Envelope rein. Das heißt, jetzt würden wir den Trade beenden. Wäre nochmal ein Beispiel für einen Minus-Trade. Hier unten haben wir dann wieder ein schönes Beispiel für einen Plus-Trade. Hier hätten wir den Trade eröffnet und hier dann schon wieder geschlossen. Okay. Da ich ohnehin auf einzelne Beispiele aus dem Chart nicht ganz so viel gebe, im Zweifelsfall suche ich mir die raus, die gerade zu meiner Story passen. Das will ich natürlich jetzt hier nicht weitertreiben. Also haben wir nichts anderes gerade in dem Excel-Sheet gemacht. Also von daher wissen wir ja schon bereits, dass es so funktioniert. Ich will noch mal kurz einen Satz von Freemanton aufgreifen, der vorhin gesagt hat, Trade im Trend wäre auch eine sozusagen schöne Vorgehensweise. Der Trade im Trend, jetzt mit dieser Modellcharakteristik, wie wir sie hier entwickelt haben, würde sich durch einen Edge darstellen, der genau umgekehrt ist zu dem, was hier gezeigt ist. Jetzt müsste es nämlich so sein, wir sind sozusagen schon im Trend. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Abweichung. Wir sind deutlich unterhalb vom EMA. Also gehen wir gerade nach Süden und das sozusagen immer stärker. Wenn das sich jetzt als Trendfortsetzung so darstellen sollte, dann müsste genau dieses Ding hier, dieses obere Teil, genau hier unten sein. Ist es aber nicht. Deswegen war vorhin mein knallhartes Statement. Also statistisch habe ich da kein Edge für die Trendfortsetzung. Ich habe quasi den Edge für die Trendumkehr. Wieder mit dem Hinweis, es gibt natürlich Konstellationen, die man sich komplexer auch überlegen kann, wann wir von einem Trend reden und wie sich der dann fortsetzen kann und soll. Stop, Loss, Take Profit und, und. Dass man da was Profitables hinbekommt. Wenn man aber rein statistisch auf Basis von Stundendaten sich das anguckt, kommen wir genau zum umgekehrten Schluss, nämlich zum Counter-Trade, Counter-Trend, Mean-Reversion und als das dann wiederum als die profitable Trading-Ansatz. Also, natürlich habe ich gesagt, wer die Excel-Sheet haben will, dadurch gibt es dann auch automatisch immer die Intervallgrenzen, die man sich dann auch selbst ableiten kann. Ein Hinweis, wer andere Kursdaten mal auch ausprobieren möchte, natürlich gerne. Achtet aber dann auf Folgendes, wenn ihr genau diese Kopiervorgänge macht, dass wenn ihr andere Anzahlen an Kursdaten habt, dass ihr hier andere Zahlen hinschreibt. Die stehen hier nämlich hardcoded drin und nicht sozusagen vollautomatisch. Da hätte ich irgendwie so einen komischen irgendwie Querverweis nehmen müssen. Da bin ich gerade nicht so schnell in Excel drauf gekommen. Also die Adresse sozusagen, die steht hier schon und die steht hier auch richtig. Aber passt halt auf die Adresse an. Also guckt, wie viel Daten ihr wirklich habt. Wenn ihr hier zum Beispiel auch noch längere Kurshistorien nehmen wollt, dass da kein Fehler passiert. Gut.
Gehen wir zurück in die Folien. Das sind auf jeden Fall schon mal unsere Erkenntnisse. Tja, und damit haben wir es eigentlich auch, oder was ich ja immer so gerne in der Nutshell nenne, in der Nussschale. Nein, das ist natürlich die Zusammenfassung. Der eine Satz, der vielleicht hängen bleiben kann, ist, was der Long Bias im Aktientraden ist, ist der Mean Reversion Ansatz im Forex Trading. Das ist ein ziemlich fundamentaler Satz. Von daher, wann immer ihr auf Charts guckt und in der Verlegenheit seid, einen Trade einzugehen, vielleicht noch überlegen. Ich weiß, man tendiert immer so gerne zur Trendfortsetzung. Aber vielleicht ist es genau das Gegenteil, der vielversprechendere Ansatz. Man kann natürlich jetzt hier noch Stop-Losse mit einbauen, Take-Profits mit einbauen, andere Ziele. Hier kann man übrigens noch viele, viele andere Sachen draus machen. Auch algorithmisch kann man hieraus was machen. Man kann Scoring-Ansätze daraus machen, sodass man zu jedem beliebigen Zeitpunkt sowas bekommt wie, geht's jetzt eher Short oder eher Long weiter? Man kann die verschiedenen EMA-Perioden kombinieren. Man kann auch noch andere Indikatoren nehmen und ähnliche Aussagen machen. Also das, was man hier als Grundlage hat, kann ein riesiges Feld aufmachen, sogar auch für anspruchsvolle algorithmische Ansätze. Da kann ich mir selber sagen, habe ich in den letzten Monaten sehr viel mitgemacht. Das ist also wirklich sehr, sehr, sehr vielversprechend. Die besten Währungspaare stehen hier nochmal. Es sind übrigens wirklich die drei. Geht aber dann weiter mit britischem Pfund, Schweizer Franken ist noch gut, britisches Pfund, kanadischer Dollar ist auch gut. Also es gibt noch ein paar weitere. Euro und Neuseeland-Dollar ist auch nicht der allerschlechteste. Die Yens, die sind nicht ganz so gut, haben aber prinzipiell auch den gleichen Findings. Wer jetzt rein diskretionär ist, kann das zumindest so als kleines Signal übernehmen, wann ich vielleicht meinen Trade überhaupt eröffnen könnte, sollte. Und dann den Trade einfach weiter anders managen, mit einem Trailing-Stop, mit allen möglichen Ansätzen, die es so weiter gibt. Viele Möglichkeiten. Wer die Excel-Sheets haben möchte, wie gesagt, ich kann sie leider nicht uploaden hier. Also einfach eine E-Mail an s.friedrichowski@jfdbank.com. Nochmal vielmals eine Entschuldigung, dass wir hier so holprig begonnen haben. Ich hoffe jetzt, die Aufzeichnung hat jetzt auch noch funktioniert und ich kann sie morgen auch hochladen. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal gucken, wann nochmal wieder die nächste Gelegenheit ist. Und dann vielleicht auch mit einem ähnlich fundamentalen Thema. Ich halte das wirklich für sehr fundamental. Der Long Bias im Aktientraden ist der Mean Reversion im Forex Trade. Soweit von mir. Euer allen natürlich noch einen super schönen Abend. Noch sind die Temperaturen spitzenmäßig, 22 Grad da draußen. Naja, das sieht nach einem kühlen Bier draußen auf der Terrasse aus. Also, soweit von mir. Euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschö.